Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 21 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Dämonen und große Magier. Und heute geht es um die Tainbo Kulin, den Rinderraub, einen Mythenkreis, der aus Irland stammt und um den großen Helden Cuchulainn kreist. Heute wollen wir einen Schwerpunkt herausholen, der diese nordischen Götter betrifft, diese Mythen aus diesen nordischen, skandinavischen, irischen, isländischen Welten. Und ein wichtiges Moment in diesen Mythen stellt ein Beruf dar, nämlich der Schmied. Und das möchte ich heute kurz wenigstens ansprechen. Wir haben viele Mythen, die um Schmiede und Schmieden kreisen. Und eine Geschichte finden wir im Rinderraub eben wieder, diesem keltischen Tainbo Kulin. Ich habe eine sehr, sehr schöne Ausgabe. Der Rinderraub, ein altirisches Epos, das ist von Deutsch, von Susanne Schaub. 1976 im Heimeran Verlag herausgekommen. Das ist wirklich eine sehr schönes, sehr schöne Ausgabe, auch mit ganz hübschen Zeichnungen versehen. Und aus dieser Ausgabe habe ich dann auch ein, zwei Textstellen gewählt, die Ihnen erzählen sollen, wie man von einem jungen Mann zum Mann wird. Der Rinderraub, die Tainbo Kulin, ist frühestens handschriftlich überliefert im 12. Jahrhundert, verweist aber auf sehr viel ältere Traditionen, 8. Jahrhundert, 8. nachchristliches Jahrhundert. Und die Tainbo Kulin, der Rinderraub, spielt, wie gesagt, in Irland. In dem Irland, das damals in vier Provinzen eingeteilt ist, im Nordosten Ulster mit der Hauptstadt Owen Walker, im mittleren Westen Connacht mit der Hauptstadt Crocken. Dann gibt es noch im Südosten Leinster und im Südwesten Munster. Die spielen aber keine Rolle in diesem Rinderraub, keine große Rolle. Wichtig sind die beiden Hauptstädte Owen Walker und Crocken in Ulster und Connacht. Und der Fluss Bone, der verläuft an der Grenze zwischen Ulster und Leinster. In diesem Rinderraub wird nun geschildert die Geschichte von zwei Stieren. Ursprünglich gab es zwei Schweinehirte, die sich verkrachen und aus Wut in verschiedene Tiere verwandeln, um sich gegenseitig zu bekämpfen. Zum Schluss in einen Wurm, und dieser Wurm wird von Kühen einverleibt, als sie aus einem Fluss trinken. Diese Kühe gebären zwei Stiere, nämlich den dunklen und den hellen Stier. Und um diese zwei Stiere geht es nun in dem Rinderraub um sehr viel mehr. Denn das Epos schildert nicht nur eine kriegerische Handlung, den Kampf zwischen Meff und Conchobar, also einen Kampf um die Vorherrschaft in Irland. Meff ist die Königin von Connacht und Conchobar der König von Ulster, eine Frau und ein Mann. Sondern es geht auch eigentlich um einen kosmologischen Kampf, nämlich um den Kampf zwischen der dunklen und der hellen Jahreszeit, zwischen Winter, Frühling und Frühling. Und es geht darum, dass in diesem Rinderraub Helden gerühmt werden und Geschichten erzählt werden, die Irland erst entstehen lassen, die Irland erst als Gebiet, als Insel erschaffen und immer wieder erschaffen werden, dass eine Insel, die immer wieder erschaffen werden muss, wenn man eben
diesen Rinderraub laut liest, wenn man ihn singt, dann wird Irland in Worten neu, immer neu erschaffen und in Erinnerung an die Heldentaten großer Helden und Könige und Götter. Von der Handlung her. Die Königin Meath, die Königin von Connacht, mit der Hauptstadt Crocken, streitet sich mit ihrem gegenwärtigen Mann, Arlil, und zwar darum, wer mehr Mitgift in die Ehe gebracht hat. Am Morgen wachen die beiden auf und dann fängt das Ehepaar sich schon am Morgen an zu streiten. Und Arlil sagt, ich habe mehr in die Ehe eingebracht als du, Meath. Daraufhin die Meath sauer ist und versucht gleichzuziehen. Und nun will das Pech für sie, dass Arlil, ihr Mann, einen Stier hat, Finbenach, den weißgehörnten, den weilen Stier, während sie keinen Stier hat. Meath weiß aber nun, dass in Ulster, im Gebiet von Owen Waka, Gebiet des Gegenkönigs Conchobar, ein brauner Stier lebt. Und nun bittet sie ihre Männer, diesen braunen Stier für sie zu stehlen, damit sie mit ihrem Mann gleichziehen kann, was die Mitgift angeht. Schließlich erklärt sich einer der Männer bereit, der braune Stier wird gestohlen und nun kämpfen eben die Connachter und die Alsterer um diese Stiere. Das Problem ist nur, dass die Männer von Ulster gerade im Wochenbett liegen. Und zwar ist wieder eine Vorgeschichte, die dann auch in diesem Rinderraub erzählt wird. Es hat eine Frau gegeben, eine Göttin, Waka, und die hatte besondere Kräfte, konnte sehr schnell laufen. Und ihr Mann gibt mit dieser Frau an und das Unglück will, dass sie jetzt gezwungen ist, gegen Pferde zu rennen, ihren Wettlauf gegen Pferde anzutreten. Sie ist aber hochschwanger und sie rennt und gewinnt, aber sie fällt in Wehen am Ziel und gebiert Zwillinge. Sie kommt mit Zwillingen nieder und der Ort, an dem sie niederkommt, wird genannt nach diesen Zwillingen. Owen Waka, die Zwillinge der Waka. Und sie verflucht daraufhin die Alsterer, dass die Alsterer regelmäßig ins Wochenbett kommen müssen und dann eben nicht kämpfen können. Das Schicksal will es also, dass als Meath den braunen Stier raubt, nur ein junger Mann da ist, der Alster das Glück für Alster wenden kann, und das ist der Held Cuchulainn. Ein junger Mann, der schon ein besonderer Held ist, ja, so ein richtiger Herakles eigentlich. Cuchulainn wird gegen die Connachter kämpfen und es wird ihm gelingen, dann noch mit den aus dem Wochenbett erstandenen erwachsenen Männern die Truppe der Meath zu besiegen, ja, und den braunen Stier sozusagen zurückerobern. Und das Ende dieses altirischen Epos ist nun, dass die zwei Stiere gegeneinander kämpfen, der braune Stier gegen den weißen Stier. Der braune Stier siegt und verstreut die Körperteile des weißen Stiers über ganz Irland. Und dort, überall dort, wo ein Teil niederfällt, nach diesem Teil wird dann Irland benannt. Und so wird Irland mit Namen erschaffen und kommt in die Welt durch, am Anfang war das Wort, durch Wortfindung. Wie gesagt, der Rinderraub spiegelt eigentlich eine kosmologische Wiedergeburt wider, nämlich den Zyklus zwischen Winter und Sommer, zwischen der dunklen und der hellen Jahreszeit. Verkörpert in dem dunklen und den hellen Stier. Und der Kampf zwischen dem dunklen und dem hellen Stier ist genau zwischen zwei Eckpunkten des Winters geschieht er. Der braune Stier siegt über den hellen und verteilt nun den hellen Stier über ganz Irland und damit das Licht. Nicht der
Braune Stier wird getötet, weil dann würde die Dunkelheit sozusagen siegen, wenn man diese Dunkelheit über Irland verteilt. Aber es wird der helle Stier, das Licht, getötet. Und dadurch, dass das Licht nun auf ganz Irland verteilt wird, kommt der Frühling und damit der Sommer zustande. Das ist sozusagen die Verschleierung dieser kosmologischen Wiedergeburt in einem Mythos. Das ist auch das Spannende, finde ich, an diesem Rinderraub, wenn man mal hinter diesen Gehalt dieses Epos kommt. Es ist der Kampf zwischen Meff und Conchobar. Meff, der Königin von Connacht, und Conchobar, dem König von Owen Waka, die auch mal was miteinander hatten. Übrigens. Und Meff ist nun die Verkörperung Irlands. Wer mit Meff schläft, erringt die Herrschaft über Irland. Und so bietet sie sich auch immer wieder Helden an, die genau wissen, wenn ich mit der schlafe, dann werde ich König von Irland, aber ich übernehme auch sehr, sehr große Gefahren. Meff, das ist der Rausch der Macht. Met, das Getränk, das den Rausch erzeugt. Und so ist sie die Verkörperung Irlands und der Herrschaft in Irland. Wir konzentrieren uns jetzt auf Cathaoirlín. Cathaoirlín, der große junge Held, eine Art Herakles, der den Alsteran hilft, über Meff zu siegen. Das ist ein junger Mann, der schon seiner Zeugung geschehen Zeichen und Wunder. Eigentlich muss er dreimal gezeugt werden, seine Mutter muss dreimal geschwängert werden, bevor sie dann endgültig niederkommen kann. Also das ist ein ganz geheimnisvolle Geschichten, die man auch religionswissenschaftlich dann auch sehr interessant deuten könnte. Darum soll es aber jetzt nicht gehen. Auf jeden Fall wird er zum dritten Mal geboren und bekommt von seiner Mutter einen Namen, nämlich Sedanda. Dieser Sedanda wächst heran, wird ein ganz starker junger Mann, besiegt alle gleichaltrigen Gefährten, hat schon ganz früh sexuelle Begegnungen mit Frauen, ist auch strotzt vor sexueller Kraft. Und gekennzeichnet ist er durch den sogenannten Zerrkrampf, den Riastrat, wenn er in den Kampf zieht und wenn ihn die Wut ergreift, dann verzerren sich seine ganzen Glieder und die Arme verdrehen sich nach hinten und die Beine und sein Mund reißt sich auf und eine Zerrkrampf, die absolute Wut, die von ihm von seinem Körper Macht ergreift und die ihn dann auch über alle anderen siegen lässt. Sedanda wächst heran, alle achten auf ihn. Schließlich kommt es zu einem besonderen Tag. Der König, bei dem er groß wird, in Owen Waka, Conchobar, beschließt mit seinen Männern einen Schmied zu besuchen, nämlich den Schmied Kulin. Und er fordert auch auf, Cathaoirlín, er solle doch mitkommen. Aber Cathaoirlín sagt, nee, ich habe noch keine Lust. Ich will lieber mit meinen Freunden, mit meinen Gefährten spielen und dann komme ich vielleicht mal nach. Das vergisst der Conchobar und daraufhin passiert Folgendes. Conchobar sprach zu Cathaoirlín, komm mit mir, sagt er, du sollst Gast sein auf dem Fest, zu dem wir gehen. Ich habe noch nicht genug gespielt, Freund Conchobar, erwiderte der Knabe, ich komme nach. Später, als sie alle zum Fest gekommen waren, fragte der Schmied Kulin, Conchobar, kommt noch jemand nach euch? Nein, sagte Conchobar und vergaß, dass sein Pflegesohn Cathaoirlín nachkommen sollte, wie verabredet war. Ich habe einen wilden Hund, sagte Kulin. Entschuldigung. Drei Ketten sind nötig, ihn zu halten, mit drei Männern an jeder Kette. Lasst ihn los, befahl er, damit er unsere Rinder und das andere Vieh bewacht. Schließt das Tor des Gehöfts. Alsbald kam der Knabe, und der Hund stürzte sich auf ihn, aber der spielte immer noch.
Er warf seine Kugel in die Höhe und warf ihr den Schleuderstock nach und schlug sie damit, und die Länge des Schlags blieb immer gleich. Dann schleuderte er den Pfeil beide nach und fing ihn auf, bevor er herunterfiel. Sein Spiel ließ nicht nach, obwohl der Hund auf ihn zuraste. Conchobo und sein Gefolge waren reglos vor Schmerz. Sie waren sicher, dass sie ihn nicht mehr lebend erreichen würden, auch wenn das Tor des Geheges offen wäre. Der Hund sprang, Kocholin warf die Kugel mit dem Stock fort und griff den Hund mit seinen beiden Händen an. Er fasste die Kehle des Hundes mit der einen Hand und packte ihn am Rücken mit der anderen. Er schmiss ihn gegen den nächsten Pfeiler und seine Glieder sprangen aus den Gelenken. Dann standen die Alster auf und gingen ihm entgegen, manche über den Wall, die anderen durch das Tor des Gehöfts. Sie führten ihn zu Conchovor an seine Brust. Sie ließen ein großes Triumphgeheul hören, dass der Sohn der Schwester des Königs dem Tod entronnen war. Der Schmied Kulin stand in seinem Haus. »Willkommen, Knabe, um des Herzens deiner Mutter willen. Aber meinetwegen habe ich schlecht daran getan, dieses Fest zu geben. Mein Leben ist öde und mein Haushalt leer, da ich meinen Hund verloren habe. Er bewachte mein Leben und meine Ehre«, sagte er. »Ein guter Knecht, mein Hund, der mir genommen ist. Er war der Schutz und Schirm unserer Güter und Herden. Er bewachte all unser Vieh zu Hause und auf den Weiden.« »Das macht nichts«, entgegnete der Knabe. »Ich ziehe dir einen Welpen vom selben Stamm auf. Bis der Hund heranwächst, um für dich zu arbeiten, will ich dein Hund sein und dich und dein Vieh schützen. Und ich will die ganze Matten-Ebene bewachen. Keine Herde oder Koppel wird ohne mein Wissen aus meiner Hut weichen. Du sollst Kocholin heißen, Hund des Kulin«, sprach Cathbert, der Prophet, der Seher. »Der Name gefällt mir«, sagte Kocholin. »Was Wunder, dass der Mann, der solches am Ende seines 6. Jahres getan hat, jetzt eine große Tat vollbracht hat, da er volle 17 zählt«, sagte Cornel Zöner. Also, das ist die Geschichte, wie Sedanta im Alter von 6 Jahren an den Hof des Schmiedes Kulin kommt, dessen Hund tötet und nun eine Zeit lang als Wachhund dessen Gehöft bewachen soll, bis dessen Hund wieder der Welpe groß geworden ist. Und so wird Kocholin zum Hunde, zum Hundehüter und zum Wächter über Alster, als dem Hund, der dann eben auch die Alster beschützen wird, als Mev Alster angreift und den braunen Stier stiehlt. Ich werde Ihnen ein bisschen weiterlesen von diesem Kocholin. Als der Kocholin eben 17 ist und dann eben auch gegen Mev antreten muss, erhält er an einem Tag vorher seine Waffen. Er erhält seinen Streitwagen, seine Waffen und zieht an diesem Tag aus, bereist sozusagen ganz Irland und holt auf dieser Reise wilde Tiere, magische Tiere. Er holt Hirsche, er holt Schwäne und er holt 3 Anderweltkrieger, die er besiegt, deren Köpfe er abschneidet und an seinen Streitwagen dranhängen lässt. Und so kommt er auf diesem Streitwagen, verfolgt von einem Zug Schwäne, von Hirschen und von den Köpfen, die an dem Streitwagen baumeln, kommt er zurück nach Owen Wacker, und die daheimgebliebenen Männer geraten in große Angst, als sie ihn so kommen sehen, denn er ist eine Gefährdung für die friedliebende Gemeinschaft. Ich lese Ihnen dieses Stückchen vor und werde es dann gleich interpretieren. Auf diese Weise kamen sie nach Owen Wacker zurück. Ein Hirsch hinter dem Wagen, ein Schwanenzug darüber flatternd und die 3 Köpfe von Nechtersins Söhnen im Wagen. Sie kamen nach Owen. »Ein Mann mit einem Streitwagen kommt auf uns zu«, rief der Wächter. »Er wird das Blut des ganzen Hofes vergießen, wenn du dich nicht vorsiehst und ihm nackte Frauen entgegenschickst.« Kocholin hob das linke Wagenrad zur Beleidigung gegen Owen Wacker auf und sagte,
beim Eid des Volkes von Alster. Wenn kein Mann sich findet, der mit mir kämpft, werde ich das Blut eines jeden in diesem Hof vergießen. Nackte Weiber her, befahl Conchobar. Die Frauen von Owen gingen hin mit Mugain, der Frau von Conchobar Mac Nessa, an ihrer Spitze und entblößten die Brüste vor ihm. »Das sind die Krieger, mit denen du heute kämpfen musst«, sagte Mugain. Cochollin verbarg sein Gesicht. Sogleich ergriffen ihn die Krieger von Owen und tauchten ihn in ein Fass mit kaltem Wasser. Das Fass zerbarst um ihn herum. Dann wurde er in ein anderes Fass gestoßen und er kochte in faustgroßen Blasen. Schließlich wurde er in ein drittes Fass gesetzt und erwärmte es, bis seine Hitze und Kälte ausgeglichen waren. Dann stieg er heraus und die Königin Mugain gab ihm einen blauen Mantel mit einer silbernen Fibel und einen Leibrock mit Kapuze. Und er saß auf Conchobars Knien und das war hinfort sein Platz. »Was Wunder«, sagte Fiacha MacFurfabe, »dass einer, der solches in seinem siebten Jahr vollbracht hat, gegen eine Übermacht siegen und einen Ebenbürtigen heute schlagen sollte, da er volle 17 Jahre zählt.« Ja? Worum geht es in dieser kleinen Textstelle? Wir haben es mit einer Initiation zu tun, mit einer sogenannten Schmiede-Initiation, die sich jetzt wieder in einem Mythos verbirgt, der nur Eingeweihten, dessen Bedeutung nur Eingeweihten klar ist. Wir haben ja aus der vorhergehenden Textstelle schon erfahren, dass der Held Cochollin ursprünglich mal Sedanta hieß und dann, weil er den Hund des Schmieds tötete, Cochollin genannt wird, Hund des Cúlin. Und er muss bei diesem Schmied 3 Jahre sozusagen leben und in Lehre gehen. Das heißt, er ist als Lehrling bei einem Schmied in die Lehre gegangen. Und nun hat er das Jünglingsalter erreicht. Und um in diesen Gesellschaften vom Jüngling zum Mann zu werden, muss man eine Initiation erleben, einen Initiationsritus durchleben, der auch schmerzhaft ist und tödlich sein kann. Wir haben gehört, dass die Rite de Passage, die Übergangsriten, wichtig sind in solchen Gesellschaften. Das Modell, was Van Gennep herausgearbeitet hat und was immer besteht aus 3 Akten, der Exklusion, der Vivre en Marche und der Inklusion. Und bei den jungen Männern in diesen Gesellschaften bedeutet das, dass die jungen Männer aus der Gemeinschaft der Mütter, der Frauen ausgeschlossen werden müssen, exkludiert werden müssen, in einem Alter, wo sie dann auch tatsächlich Gefahren für die Erwachsenenwelt darstellen. So pubertierende Jünglinge sind große Gefahren für solche Gesellschaften und die werden oft eben auch auf Proben gestellt, werden ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, bis sie sozusagen ja, die schlimmste Zeit im pubertären Alter überlebt haben. Und das sieht man jetzt ganz deutlich bei Cochollin, der zurückkommen, exkludiert wurde, an dem Tag, an dem er schon vom Seher ausgewählt wurde, ein Erwachsener zu sein und jetzt eben furchterregend Anderwelt, Tiere und Krieger besiegen wird und noch mit der ganzen gefährdenden Kraft eines Pubertierenden zurückkommt in die Erwachsenenwelt und nun in einem Schmiedeakt, in der Initiation gefahrlos gemacht werden soll. Und jetzt schicken ihn die Erwachsenen Frauen entgegen, nackte Frauen. Warum nackte Frauen? Die ihre Brüste entblößen müssen. Und Cochollin wendet sofort sein Gesicht ab. Und das ist nichts anderes als eine mythische Umschreibung des Moments, wo sich der junge Mann entscheiden muss, seine Mütter, Tanten, Pflegemütter Welt zu verlassen, um in die Welt der Männer überzugehen.
Und da er nun Lehrling eines Schmiedes war, wird ihm eine Schmiedeinitiation zuteil. Er ist nämlich so heiß, dass er, wie Eisen, was ihm geschmiedet werden muss, dass er immer wieder in kaltes Wasser getaucht werden muss, um geschmiedet zu werden, um abzukühlen. Und so wird er dreimal in ein Fass mit kaltem Wasser getaucht, bis er endgültig die Temperatur hat und geschmiedet ist und nun in der Männerwelt willkommen geheißen wird, auf die Knie des Königs gesetzt wird. Das ist auch immer ein Zeichen von Adoption und neue Kleider erhält. Also wir haben hier in einem kleinen Text aus dem Rinderraub eine sehr anschauliche, mythische Schilderung einer Initiation von jungen Männern eben auf dem Übergang vom Jünglingsdasein in das Männerdasein. Und hier eine Schmiedeinitiation, junge Männer betreffend, die eben bei Schmieden in die Lehre gehen. Und Schmiede spielen eine große Rolle in diesen Mythen, immer wieder, auch bei anderen, auch um das Mittelmeer herum, sind Schmiedeinitiationen und Schmiedemythen weit verbreitet. Also hier wollte ich Ihnen wenigstens an einem kleinen Beispiel mal den Rinderraub, die Tain Bo Cuailín, ein altirisches Epos, vorstellen.